29a und 29b. Das ist die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete und der Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Rechtssichere regionale Mietobergrenzen für angespannte Wohnungsmärkte ermöglichen, Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverträgen schützen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. Mangels Widerspruch ist das so beschlossen. Dann bitte ich Sie, wieder Platz zu nehmen. Oder wenn Sie sich entfernen wollen, sich zu entfernen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Rita Hagel-Kehl. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute einen Gesetzentwurf vorstellen, der dazu beitragen wird, die Mieten bezahlbar zu halten. Von den ca. 41 Millionen Wohnungen in Deutschland sind über 19 Millionen vermietet. Dass diese Wohnungen bezahlbar bleiben, ist ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Denn anders als bei vielen anderen Gütern, auf die man notfalls verzichten kann, kann man dies beim Wohnen nicht. Um Wohnen bezahlbar zu halten, haben wir bereits in der letzten Legislaturperiode die Mietpreisbremse eingeführt. Diese wirkt, wie eine Evaluation zeigt. Aber trotzdem steigen die Mieten weiterhin stärker als die Inflation. Die Bundesregierung will daher mit weiteren Maßnahmen den steilen Anstieg der Mieten dämpfen. Die erste davon ist, den Betrachtungszeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete von 4 auf 6 Jahre zu verlängern. Dies wird mit einer Verlangsamung des Mietanstiegs führen, gerade in den Ballungsräumen mit zuletzt stark steigenden Mieten. Das funktioniert so. In Wohnungsmärkten mit stark steigenden Neuvermietungen ist die ortsübliche Vergleichsmiete ein wichtiges Steuerungsinstrument. Denn immer dann, wenn der Vermieter die Miete erhöhen will, ist die ortsübliche Vergleichsmiete der Maßstab für die neue Miethöhe. Gleiches gilt, wenn im Geltungsbereich der Mietpreisbremse ein neuer Mietvertrag geschlossen wird. Auch dann kommt es auf die ortsübliche Vergleichsmiete an. Bislang hat der Betrachtungszeitraum nur die Neuvermietungen oder Mieterhöhungen in den letzten 4 Jahren einbezogen. Gerade in Ballungsgebieten haben die hohen Neuvermietungen damit den Mietanstieg weiter befeuert. Indem wir den einbezogenen Betrachtungszeitraum auf die Mieten der letzten 6 Jahre verlagern, wird sich dieser Effekt abschwächen. Der Entwurf enthält eine großzügige Übergangsregelung, die die Fortgeltung bestehender Mietspiegel vorsieht. Damit tragen wir dem Umstand Rechnung, dass viele Gemeinden bereits Mietspiegel haben oder ihre Aktualisierung vorbereiten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nichtsdestoweniger sollte die Verlängerung des Betrachtungszeitraums schnell in Kraft treten. Wir müssen Kommunen mit stark steigenden Neuvermietungen die Möglichkeit geben, den Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete zeitnah zu dämpfen. Ich bitte Sie daher, in den folgenden Beratungen konstruktiv mitzuarbeiten und uns bei diesem Gesetzentwurf zu unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt Meyer, AfD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung soll der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Das ist eine gesetzestechnisch sehr einfache Lösung.
Man tauscht, von Übergangsvorschriften abgesehen, im Paragraphen 558 Absatz 2 Satz 3 BGB nur das Wort 4 gegen das Wort 6 aus und damit auf gut Sächsisch Pferdsch. Davon verspricht man sich allen Ernstes, Mietsteigerungen dämpfen zu können. Die erste Frage, die sich stellt, ist, warum eigentlich nur eine Verlängerung auf 6 Jahre, warum nicht auf 10 Jahre, die unter anderem der DGB vorschlägt. Vielleicht kommt das ja noch im nächsten Schritt. Wer weiß, das ist ja ein Entwurf, der aus einem SPD-Ministerium herrührt. Was hier betrieben wird, ist die sukzessive Abkopplung der Vergleichsmiete von der Marktmiete mit den sich daraus ergebenden negativen Folgen. Wie soll ein qualifizierter Mietspiegel noch am Markt akzeptiert werden und eine Befriedungsfunktion erfüllen, wenn er gar nicht mehr im Ungefähren die Marktlage widerspiegelt? Die Verlängerung des Betrachtungszeitraums entwertet die Regelung im BGB zum qualifizierten Mietpreisspiegel. Das ist ein falscher Weg. Besser wäre es, wenn man die Aussagekraft eines Mietspiegels qualitativ verbessern würde, wie es im Koalitionsvertrag als Zielsetzung unter anderem auch vereinbart wurde. Dort heißt es auf Seite 111, wir wollen erreichen, dass die tatsächlichen Marktverhältnisse auf zuverlässiger Datengrundlage differenziert dargestellt werden. Die Vergrößerung des Betrachtungszeitraums für sich allein kommt dieser Zielsetzung nicht entgegen. Sie bewirkt das Gegenteil und ist daher abzulehnen. Hinzu kommt, dass das Gesetzesvorhaben von einer falschen Bewertung der Ausgangslage ausgeht. Die Behauptung, dass die viel jüngeren Angebotsmieten bei einem Betrachtungszeitraum von 4 Jahren stärker ins Gewicht fallen als bei einem größeren Zeitraum und die Vergleichsmiete nach oben treiben würde, ist falsch. Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen weist für Berlin darauf hin, dass für fast 3/4 der im Mietspiegel enthaltenen Verträge ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Angebotsmieten der letzten 4 Jahre handelt. Denn die Mietverträge sind schlichtweg älter. Bestandsmieten bilden also zumindest 75% die Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete. Richtig ist, dass die Angebotsmieten von 2009 bis 2018 insgesamt erheblich gestiegen sind. Richtig ist aber auch, dass die Angebotsmieten sich regional sehr unterschiedlich entwickelt haben. Wenn in vielen Regionen die Mieten stagnieren, zum Beispiel im Ruhrgebiet, Burgenlandkreis, Vogtland, ist zumindest keine bundesweite Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete gerechtfertigt. Ich sehe der Ausschussberatung entgegen. Vielen Dank. Dr. Jan-Marco Lukczak, CDU-CSU, hat jetzt das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir heute als Gesetzentwurf vorliegen haben, das ist ein Baustein einer Strategie, die wir als Große Koalition haben, denn wir wollen nicht, dass die Menschen aus ihren angestammten Wohnungen verdrängt werden. Und deswegen haben wir uns beim Mietrecht viel vorgenommen. Und wir haben, das darf ich an dieser Stelle sagen, auch schon sehr viel umgesetzt. Wir haben gerade zum Jahresanfang ein umfassendes Mieterschutzgesetz auf den Weg gebracht, wo wir uns die Mietpreisbremse noch einmal angeschaut haben, wo wir an bestimmten Stellen noch einmal nachverhandelt haben, wo wir für Transparenz jetzt gesorgt haben auf dem Wohnungsmarkt, indem wir eine Auskunftspflicht installiert haben, wo wir uns bei den Modernisierungsmieterhöhungen noch einmal angeschaut haben, was ist sozusagen der Grund, weswegen es zu solch starken Mieterhöhungen kommt. Da sind wir entgegengetreten, haben den Mieterhöhungssatz von 11% auf 8% reduziert. Wir haben gesagt, es darf aber eine maximale Mieterhöhung nicht überschritten werden, haben also eine Kappungsgrenze eingeführt. Und das ist mir besonders wichtig, wir haben vor allen Dingen auch etwas gegen die schwarzen Schafe getan. Also diejenigen, die Wohnungen modernisieren, nicht weil sie sagen, ich will altersgerecht umbauen, nicht weil sie sagen, ich will energetisch modernisieren, sondern weil ihr eigentliches Ziel ist, Menschen herauszumodernisieren. Da haben wir uns gegen verwehrt, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das muss auch sanktioniert werden. Das gibt es einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand und all das gilt jetzt seit Anfang des Jahres. Und ich hatte es gesagt, das, was wir jetzt machen, das ist ein weiterer Baustein. Wir verlängern die ortsübliche bei der ortsüblichen Vergleichsmiete den Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahre. Die Wirkung, die das haben wird, hat das BMJV, die Staatssekretärin, gerade schon beschrieben. Es wird zu einer Dämpfung der Mieten führen. Das führt dann auch dazu, dass diese Verdrängungseffekte nicht in diesem starken Ausmaß einstellen. Das ist gut und das, ich glaube, ist auch ein starkes Signal, dass die Große Koalition an dieser Stelle handelt. Wir haben in diesem Gesetzentwurf noch etwas weiteres
Was ich allerdings etwas kritischer betrachte, es ist auch vorgesehen, den Fünf-Wirtschafts-Schafgesetz zu verändern. Auch dort geht es darum, so sagt es der Gesetzentwurf, von 4 auf 6 Jahre den dort maßgeblichen Zeitpunkt zu verlängern. Und es wird argumentiert damit, dass es eine Synchronität zwischen der ortsüblichen Vergleichsmiete und dem Fünf-Wirtschafts-Strafgesetz geben muss. Ich persönlich sehe diese Synchronizität nicht als zwingend an, weil worum geht es denn beim Fünf-Wirtschafts-Strafgesetz? Es ist ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand für die Mietüberhöhung. Manche sagen auch Wuchermiete dafür. Das heißt, der Tatbestand von Fünf-Wirtschafts-Strafgesetz ist schon ein anderer als bei der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das ist noch viel wichtiger, die Rechtsfolge ist natürlich eine viel schärfere. Es geht hier um eine scharfe Sanktion, nämlich eine Ordnungswidrigkeit. Bis zu 50.000 Euro kann es hier als Bußgeld geben, wenn man zu viel Miete erhöht. So, und wenn wir jetzt hier hingehen und auch den Betrachtungszeitraum in dieser Norm verändern von 4 auf 6 Jahre, dann bedeutet das natürlich, dass dort eine entsprechende Senkung auch erfüllt. Und das heißt, man überschreitet sozusagen die Hürde, bis ich in die Ordnungswidrigkeit reinkomme, viel, viel schneller. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns sehr genau angucken müssen, weil natürlich es nicht in allen Regionen so ist, dass man so leicht eine ortsübliche Vergleichsmiete feststellen kann. Denn es gibt nicht überall in Deutschland Mietspiegel und auch schon gar keine rechtssicheren und transparenten Mietspiegel. Und gerade in einer Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde, wo es überhaupt gar keine Anhaltspunkte gibt, wie kann ich genau die ortsübliche Vergleichsmiete feststellen? Da kann es zu wirklich schwerwiegenden Verwerfungen auch kommen, wenn man dann schon ganz schnell als kleiner privater Vermieter im Bereich der Ordnungswidrigkeiten drin ist. Deswegen müssen wir uns das im parlamentarischen Verfahren noch einmal ganz genau anschauen. Ich glaube nicht, dass das richtig zielführend ist. Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen an dieser Stelle. Es ist ja schon bemerkenswert, dass wir hier als Große Koalition, also als CDU-CSU, gemeinsam mit der SPD das Vergleichsmietensystem stärken. Darum geht es nämlich bei der ortsüblichen Vergleichsmiete, dass wir ein System, was wir im BGB haben, was die Möglichkeiten sehr genau beschreibt und begrenzt, Mieterhöhungen im Bestand zu machen. Das fassen wir jetzt an, das verändern wir, das verschärfen wir auch mit dieser ortsüblichen Vergleichsmiete, indem wir den Betrachtungszeitraum verändern. Gleichzeitig haben wir jetzt aber Bestrebungen von einzelnen Ländern, insbesondere das Bundesland Berlin, die jetzt einen Mietendeckel beschlossen haben, die im Prinzip genau das Gegenteil machen. Naja, Moment, bevor Sie jetzt klatschen, die machen ja genau das Gegenteil. Das, wofür wir uns jetzt hier auf der Bundesebene aussprechen, das Vergleichsmietensystem zu stärken, anzupassen, genau dieses System wird zukünftig, wenn der Mietendeckel in Berlin in Kraft tritt, überhaupt gar nicht mehr gelten. Dort gibt es dann keinen Mietspiegel mehr. Dort gibt es dann nicht mehr das, was wir hier an guten Sachen bei der Modernisierungsmieterhöhung begrenzt haben. All das wird dort außer Kraft treten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich auch innerhalb der Koalition nicht, aber jedenfalls auch innerhalb der SPD einmal Gedanken darüber machen, ob man nicht vielleicht einmal synchronisiert, das, was man auf Bundesebene macht und was man auf der Landesebene macht, das passt beides nicht zusammen. Und weil ich persönlich der Auffassung bin, das passt nicht zusammen, dass dieser Mietendeckel am Ende den Menschen mehr schaden wird, als ihnen Nutzen bringen wird, glaube ich, dass wir dagegen vorgehen müssen. Dieser darf nicht in Kraft treten. Deswegen, glaube ich, sollten wir das Bundesverfassungsgericht hier um eine Klärung bitten. Das geht so nicht. Der ist verfassungswidrig. Katharina Wilkomm, FDP, hat jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass Politik mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt, hat der Sozialdemokrat Kurt Schumacher gesagt. Das ist schon lange her, aber noch heute richtig. In den Koalitionsvertrag haben die Sozialdemokraten geschrieben, sie wollten die rechtssichere und zuverlässige Abbildung der Vergleichsmiete gewährleisten. Sie wollten, ich zitiere, dass die tatsächlichen Marktverhältnisse auf zuverlässiger Datengrundlage differenziert dargestellt werden. Heute machen Sie exakt das Gegenteil, indem Sie den Betrachtungszeitraum sogar noch weiter in die Vergangenheit ausdehnen. Mit der Erfassung der Wirklichkeit hat das nichts mehr zu tun. Nehmen Sie Ihre Mietpreisbremse. Die hat außer dem Interesse von Bauinvestoren noch überhaupt nichts gebremst. Deshalb verzehren Sie jetzt den Mietspiegel, um die Mieten zu drücken. Meine Damen und Herren, das mag ja mathematisch gehen, aber das verkennt die Funktion der Vergleichsmiete. Sie soll nicht die Miethöhe steuern, sie soll abbilden, was die Menschen jetzt an Miete zahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, akzeptieren Sie die Realität. Und wenn noch Zeit ist, schauen Sie heute vor der Heimfahrt noch bei den Berliner Genossen vorbei. Erklären Sie ihnen die Kompetenzordnung des Grundgesetzes. Mietrecht macht der Bund.
Die verfassungsrechtlichen Grenzen für den Eingriff in das Privateigentum können Sie bei der Gelegenheit auch gleich mit besprechen. Dann haben Sie sich Ihr Wochenende redlich verdient. Berlin könnte so vieles sein. Vielleicht in Zukunft auch mal Vorbild für erfolgreiche Politik. Für Politik, die mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt. Wohnungspolitik, die den Bürgern hilft und das Grundgesetz achtet. Die für die einen Wohnraum und Freiraum schafft, ohne die anderen zu schikanieren. Ein Wort noch zum Antrag der Grünen, da wird es ganz bizarr. Den Mietanstieg bei Bestandsmieten auf höchstens 3% jährlich begrenzen. Das lässt ja noch eine gewisse Logik zu. Für den Mietspiegel auf die letzten 20 Jahre abzustellen, das ist reiner Unsinn. Vielleicht ist Ihnen entgangen, dass wir gerade eine Grundsteuerreform hatten. Gerade eben erst vor einer Woche. Warum hatten wir eine Grundsteuerreform? Weil unser Verfassungsgericht ein Problem damit hat, wenn der Staat auf veraltete Bemessungsgrundlagen abstellt. Also blicken wir nicht in die Vergangenheit, schauen wir nach vorne. Schaffen wir einen verlässlichen Mietspiegel und endlich mehr Wohnraum. Karin Ley, die Linke, hat jetzt das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mieten sind in den letzten 10 Jahren explodiert. Wer heute in München eine neue Wohnung mietet, der muss mehr als 60% zahlen als noch vor 10 Jahren. In Stuttgart, Hannover, in Nürnberg sind es über 50%, die neuen Mietverträge jetzt kosten. Deswegen muss man sagen, dass diese Reform des Mietspiegels längst überfällig ist. Und wir als Wohnungspolitikerinnen und Wohnungspolitiker, wir wissen das, dieses Gesetz hätte längst kommen müssen. Denn es läuft doch so, die teuren Neuvertragsmieten, also die Mietverträge, die jetzt sehr viel teurer sind als früher, die werden auch den Mietspiegel und damit auch die Bestandsmieten steil nach oben führen. Denn es werden ja immer nur die letzten 4 Jahre in die Berechnung des neuen Mietspiegels einfließen. Und deswegen in der jetzigen Form ist der Mietspiegel ein Mieterhöhungsspiegel, weil er die permanente Mieterhöhung zur Rechtsgrundlage erhebt. Und deswegen muss dieser Mechanismus endlich gebrochen werden. Und was Sie heute vorgelegt haben, kommt aber dieser Herausforderung überhaupt nicht nach, weil Sie jetzt nicht die letzten 4 Jahre nehmen, sondern die letzten 6 Jahre. Aber auch in den letzten 6 Jahren sind ja die Mieten einfach exorbitant gestiegen. Und deswegen bleibt diese Reform ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Sie glauben ja ehrlich gesagt auch selber gar nicht an die Wohltaten dieses Gesetzes, was Sie jetzt hier so anpreisen. Also Sie erwarten gerade mal eine Einsparung von 2,80 Euro im Monat. Also jetzt hier von der großen Entlastung der Mieterinnen und Mieter zu sprechen, ist wohl eine maßlose Übertreibung. Und Sie lösen noch nicht, ja, für jeden Haushalt 2,80 Euro nach Ihren eigenen Aussagen, das wird doch wirklich dem Anspruch einer wirklichen Reform in keinster Weise gerecht. Und Sie lösen denn doch nicht mal die Versprechungen Ihres eigenen Koalitionsvertrages aus. Da haben Sie gesagt, na immerhin sollen so ein Mietspiegel nicht nur 2, sondern dann 3 Jahre gelten. Das wäre immerhin schon eine Entlastung gewesen, ist aber im Gesetz nicht vorgesehen. Und was ebenfalls nicht vorgesehen ist, dass man tatsächlich jetzt mal gesetzliche Mindeststandards für Mietspiegel festlegt. Denn immer wieder werden Mietspiegel angefochten und umgangen, beispielsweise von der Deutschen Wohnen AG. Deswegen sagen wir als Linke klar, wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben, wie ein Mietspiegel auszusehen hat und dass er nicht von den großen Konzernen permanent angefochten werden kann. Und im Übrigen müssen aus unserer Sicht alle Mieten müssen in die Berechnung des Mietspiegels einfließen, weil wenn Sie sagen Vergleichsmietensystem, dann muss es ja auch die Realität abbilden und einfach immer nur die neuen, die teuren Mietverträge zur Berechnungsgrundlage zu nehmen. Das treibt die Bestandsmieten weiter nach oben und das wollen wir nicht. Und weil es hier schon mehrfach eine Rolle gespielt hat, das Land Berlin zeigt, wie es wirklich geht, weil der Bund seit vielen Jahren seinen Aufgaben nicht nachkommt in der Mietenpolitik. Machen wir es besser als Linke, machen wir es besser als rot-rot-grüner Senat. Dort wird es endlich einen wirkungsvollen Mietendeckel geben. Und daran sollten sich die Länder, aber vielleicht auch mal die Bundesregierung, ein Beispiel nehmen. Christian Kühn, Bündnis 90 Die Grünen. Hat jetzt das Wort. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Vor nunmehr 12 Jahren nahm die Finanzkrise in den USA mit faulen Immobilienkrediten ihren Anfang. Das löste eine Kettenreaktion aus, die Staaten an den Abgrund brachte, Banken in die Insolvenz schickte, die Immobilienpreise in Deutschland in ungeahnte Höhen hochschnellen ließ und die Mieten explodieren ließ in den großen Städten. Diese Entwicklung bedroht unseren sozialen Zusammenhalt in vielen Ballungsräumen, in den großen Städten im Kern. Ja, in den letzten 10 Jahren ist was zerbrochen, nämlich die Gewissheit der Menschen, dass sie eine Wohnung finden werden. Und es ist was zerbrochen, nämlich der Glaube daran, dass die soziale Marktwirtschaft beim Wohnen noch funktioniert. Und ich sage hier ganz klar, wir müssen sie neu justieren, die soziale Marktwirtschaft. Wir müssen das Spannungsverhältnis zwischen Eigentum und dem Schutz des Eigentums und auf der anderen Seite der sozialen Verpflichtung des Eigentums neu beleben und neu justieren. Und angesichts dieser großen Herausforderung reicht einfach diese Reform, Herr Lutschak, die Sie heute hier vorgestellt haben, bei weitem nicht raus. Das ist einfach nur klein-klein. Das ist ein typisches GroKo-Gesetz, riesengroße Aufgabe. Am Ende kommt man auf eine Reform raus von 4 auf 6 Jahren und verkauft es hier ganz groß. Das wird nicht reichen, um diese Frage der sozialen Spaltung in den Städten zu beheben. Und man kann Kritik an dem Mietendeckel in Berlin haben, aber das ist wenigstens der Versuch, diese Frage zu lösen, statt im Klein-Klein hängen zu bleiben. Und ich sag mal eins, wenn Sie wirklich das Vergleichsmietensystem stabilisieren wollten würden und das Mietrecht sozusagen in seinem Ausgleichsfunktion retten, dann müssten Sie hier eine ganz andere Reform vorlegen und nicht mit dem Finger nur nach Berlin zeigen, sondern zeigen Sie mal mit dem Finger auf sich und machen sich mal Gedanken darüber, was eigentlich diese Koalition in den letzten Jahren im Mietrecht nicht auf den Weg gebracht hat. So, der Betrachtungszeitraum, ich habe es gesagt, von 4 auf 6 Jahren. In den letzten 10 Jahren waren die Preissprünge enorm. Diese Reform bringt überhaupt nichts. Deswegen sagen wir ganz klar, 20 Jahre muss reingeschrieben werden, dann haben Sie einen dämpfenden Effekt und dann werden Sie die Mieten überhaupt nur stabilisieren. Und ja, natürlich ist es ein Eigentumseingriff und der wird dem einen oder anderen Spekulant auch wehtun, aber er ist richtig. Er ist auch gerechtfertigt. Er ist deswegen gerechtfertigt, weil wir in einer Notsituation in den Städten sind und die Mietsteigerung, die wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben, haben wir in der Bundesrepublik in dieser Form noch nicht erlebt. Und ich sage Ihnen, diese Entwicklung muss gestoppt werden. Es braucht endlich eine Begrenzung des Anstiegs der Vertragsmieten. Deswegen müsste man an die Kappungsgrenze rangehen. Da haben Sie keinen Willen für. Das ist sehr schade. Damit lassen Sie eine Chance aus, wirklich was für die soziale Gerechtigkeit zu tun. Und ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie dieses Thema als SPD noch mal aufgreifen, die Kappungsgrenze. Denn das ist ja eigentlich die Gretchenfrage, die im Augenblick sozusagen die Bestandsmieten immer weiter nach oben zieht. Ich hoffe, dass Sie sich hier durchsetzen. Zum Schluss. Der eine oder andere schreit ja immer jetzt wieder so Sozialismus, Sozialismus. Ja. Ich glaube, das ist völlig falsch. Wir haben die Aufgabe, dieses Land zusammenzuhalten. Wir machen hier weitreichende Vorschläge. Und ich erwarte, dass die Große Koalition endlich mal weitreichende Vorschläge macht, statt sich im Klein-Klein zu verheddern. Dankeschön. Michael Groß, SPD, hat als Nächster das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer eine Wohnung mietet oder drin wohnt, darf nicht verarmen oder arm werden. Das ist ein Zitat meiner neuen Justizministerin und das ist auch Ziel dieses neuen Instrumentes in einem Instrumentenkasten, mit dem wir versuchen, soziale Wohnungsbaupolitik zu machen, soziale Politik für Mieter und Mieterinnen in diesem Land. Und das muss unser Ziel sein. Das ist nicht das einzige Instrument, sondern eines von vielen. Und ich muss mich schon wundern, jetzt wird schon Kurt Schumacher von der FDP zitiert. Also wir scheinen Sie ja sehr zu beunruhigen. Beim letzten Mal hatten Sie schon unseren Tag hier in der Fraktion kritisiert, mit dem wir darauf hingewiesen haben, dass wir nicht in Wohnungen und Rendite investieren wollen, sondern in Menschen. Das ist unser Ziel. Das hat Sie auch irritiert. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Kurt Schumacher zitieren. Und wir haben ja eine Menge auf den Weg gebracht. Die Modernisierungsumlage gesenkt, gemeinsam die Große Koalition von 11 auf 8%. Wir haben uns verständigt, dass wir auch diejenigen, die Menschen herausmodernisieren, mit Ordnungsrecht belegen wollen.
Und ich muss Ihnen sagen, darüber hinaus bin ich auch sehr dankbar, und zwar Eva Högel, dass sie den Mietendeckel in Berlin mit auf den Weg gebracht hat. Herzlichen Dank, Eva. Ja, und ich glaube, dass das eines der wichtigen Zeichen ist, dass Bund und Länder gemeinsam den Wohnungsmarkt gestalten müssen. Deswegen haben wir auch das Grundgesetz geändert, weil wir gesagt haben, es gibt eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Und die drei Ebenen müssen zusammenarbeiten. Will Sie nicht wieder langweilen, dass wir mehr staatliche Wohnungsbaugesellschaften brauchen, weil es da nicht in erster Linie um Renditen geht, sondern darum, dass die Menschen darin wohnen bleiben können in ihren Wohnungen und nicht modernisiert wird, um jemanden herauszutreiben, sondern modernisiert wird, um energetische Ziele zu erreichen, Klimaschutz zu betreiben. Und das ist, glaube ich, eine vernünftige Sache. Diejenigen, die jetzt ständig sagen, die Mietpreisbremse wirkt nicht, den muss ich noch mal sagen, es gibt inzwischen mehrere Institute, Untersuchungen dazu, die sagen, sie wirkt da, wo sie wirken kann. Wenn Länder nicht in der Lage sind, sie umzusetzen, muss man natürlich die Länder auch kritisieren. Und Sie haben vielleicht die Empirica-Studie wahrgenommen, in der noch mal darauf hingewiesen wurde, dass in Berlin die Miete im Vergleichszeitraum zum letzten Jahr eben nicht teurer geworden ist im Durchschnitt, sondern eher gesunken ist. Es war nur ein paar Cent, aber immerhin haben wir so viel politischen Druck aufgebracht als Große Koalition, dass wir keine drastischen Anstiege mehr bei der Miete haben. Und zum Schluss möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, wir haben heute wieder über viele Instrumente geredet. Ich glaube, die wichtigsten Fragen, Chris, hast du auch angesprochen, ja, ist die Marktwirtschaft in der Lage, einen Wohnungsmarkt herzustellen, der eben sozial gerecht ist? Das ist er nicht, da sind wir uns einig. Wir müssen viel mehr darauf achten, dass zum Beispiel mit Grund und Boden nicht spekuliert wird, weil seit 10 Jahren der Grund und Boden um 50% gestiegen ist und das ein Preistreiber bei Mietenden ist. Dankeschön. Alexander Hoffmann, CDU-CSU, hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir am Ende dieser Debatte 3 Bemerkungen. Bemerkung Nummer 1. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, gerade in den Ballungsräumen, ist zweifelsohne die soziale Frage dieses Jahrhunderts. Und ich glaube, es ist auch legitim, über Instrumente nachzudenken, wie zum Beispiel die Senkung der Modernisierungsumlage, die Etablierung einer Auskunftspflicht und auch Instrumente, wie wir sie jetzt gerade beraten, nämlich die Verlängerung des Betrachtungszeitraums bei der ortsüblichen Vergleichsmiete oder auch im Rahmen von 5 Absatz 2 Satz 1 Wirtschaftsstrafgesetz. Das führt mich aber gleich zur Bemerkung Nummer 2. Wir sollten, und auch das habe ich heute in Teilen vermisst, wir sollten bei jeder Debatte, und zwar fraktionsübergreifend, deutlich machen, dass wir uns bei all diesen Herausforderungen, die wir haben, auch ganz deutlich zur sozialen Marktwirtschaft bekennen. Wir erleben in Teilen dieses Hauses, da gehören Sie leider dazu, wir erleben in Berlin immer wieder den Lockruf harter planwirtschaftlicher Instrumente, die eben eigentlich nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Weil wenn ich nach der alten sozialen Marktwirtschaft und der grundlegenden Idee vorgehe, dann weiß ich, dass wenn ich bezahlbaren Wohnraum schaffen will, nur eines hilft, nämlich bauen, bauen, bauen. Und das führt mich jetzt zur Bemerkung Nummer 3. Wenn Bauen, Bauen, Bauen nur hilft, dann muss ich Anreize setzen und schauen, dass jemand auch den Mut hat, Geld zu investieren. Das heißt, das Letzte, was ich machen darf, ist, Instrumente zu etablieren, die einen, der investieren will, abwürgen. Und da sehen wir tragischerweise in diesen Tagen hochoffiziell, wie man es nicht macht, wenn man sich nämlich den Mietendeckel in Berlin anschaut. Das ist klassisch ein Abwürgen der Investition. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage eines Investors, der 40 Millionen investieren will für ein Wohnungsbauprojekt. Glauben Sie tatsächlich, dass der das noch in Berlin macht? Nein.
Nein, der macht das in einer anderen deutschen Großstadt oder er geht gleich ins europäische Ausland, wenn mittlerweile ja auf Bundesebene auch aus so mancher politischer Richtung sogar der Begriff der Enteignung kommt. Es gibt jetzt schon die Befürchtung von Handwerker, die rechnen mit einem Einbruch von 40% der Aufträge im Bereich der Modernisierungen von Wohnungen und fast 90% der Investoren im Bereich der Wohnungs- und Bauwirtschaft sagt heute schon, dass er im Bereich Berlin seine Investitionen zurückschrauben will. Und meine Damen, meine Herren, deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns die Zeit nehmen, auch mal zur ursprünglichen Idee der sozialen Marktwirtschaft zurückzukehren. Und ich hoffe, dass das auch in den weiteren parlamentarischen Beratungen auch bei Ihnen eine größere Rolle spielt. Sie werden es erleben, dass dieser Mietendeckel mit Pauken und Trompeten durchfällt. Ich habe aber meine Zweifel, ob Sie das dazulernen lässt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 14.245 und 14.369 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Das ist offensichtlich der Fall. Dann verfahren wir so. Und dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt.